du fühlst dich einfach allein und verloren und du vertraust niemandem und du hast kein Geld und du schämst dich vielleicht auch ein bisschen für das. Und mit 18 ist das einfach voll nicht cool. Ich weiss nicht, wie es bei euch war, als ihr von zu Hause ausgezogen seid. Bei mir jedenfalls war es mega entspannt. Ich war 23 und konnte mir mega Zeit lassen. Ich ging reisen, konnte wieder ein bisschen Geld ansparen und warte, bis ich das passende WG-Zimmer gefunden habe. Ganz anders geht es aber den knapp 20'000 Kindern in der Schweiz, die in Heim- oder Pflegefamilie aufwachsen. Bei ihnen endet in den meisten Kantonen der Fürsorgevertrag mit 18. Heisst, ihr Platz ist dann nicht mehr finanziert und sie müssen aus dem Heim. Genau so ist es an Carmen gegangen. Carmen war mit 18 fertig mit ihrer Ausbildung und musste eigentlich kaum die LAP müssen aus dem Heim. Also das ist das Heim, in dem ich aufgewachsen bin. Das ist ein Klösterli. In dem Heim, wo du aufgewachsen bist, hast du mit 18 raus müssen. Wie muss ich mir das vorstellen, wie das abgelaufen ist damals? Also du weißt, sobald du 18 wirst, musst du dort raus. Das sagen sie dir auch. Also mehr, wenn du die Lehre auch abgeschlossen hast, ist jetzt bei uns gewesen. Aber ich bin halt dort auch gerade 18 gewesen. Und dann bereitest du dich eigentlich das Jahr lang darauf vor. Du weißt, hey, in einem Jahr muss ich dort raus. Ich habe angefangen, Wohnungen zu suchen. Ich habe auch gefragt, ob ich dort bleiben darf. Und sie hat mir gesagt, das geht nicht, weil der Platz sonst wie nicht finanziert ist. Und das ist einfach emotional ein mega Stress und eine mega Last. Und dann hast du noch die LAP, die auch noch lernen musst, wo du weißt, wenn du nicht bestehst, was passiert dann? Musst du nochmal ein drittes Lehrjahr machen und hättest dann gar kein Geld, um irgendetwas zu finanzieren. Es ist einfach mega viel Druck auf einmal. So. Aber darf ich fragen, wie hast du das finanziell gemacht? Sie haben schon, auch die ganze Teenage-Zeit, haben sie sich mega Mühe gegeben. Mir sagen, hey, Budgetierung und du musst ein bisschen Geld auf die Seite tun, aber in der Lehre hast du so einen kleinen Lohn. Du kannst zum Teil nicht mega viel Geld auf die Seite tun. Und im letzten Jahr habe ich mich dann wirklich so ein bisschen gezwungen. Also du bist gezwungen und das ist dann schon von mir selber rausgekommen. Weil ich habe, ja, das ist wirklich Marsch eigentlich. So. In der Regel, wenn man in einem Heim aufwächst, hat man ja keine Herkunftsfamilie oft, die einem unterstützen kann. Eben die Leute, die dort arbeiten, die haben auch ihre eigene Familie. Was hättest du dir gewünscht damals? Jetzt zum Beispiel gibt es eine Organisation, die heisst Never Walk Alone. Das ist, dort kannst du dich melden oder eben auch wir Care Leaver. Das ist so, wir sind so ein Verein, wir helfen den Leuten, oder, die dort rauskommen. Und es ist Unterstützung, du weißt, du bist nicht alleine. Und das hat mir sehr viel geholfen. Zu wissen, hey, es geht nicht nur mir so, es geht auch anderen Leuten so. Und wie sind die durch das durchgegangen? Aber so auf gesetzlicher Ebene, also es geht ja so ein bisschen darum, wenn die Fürsorgeverträge enden, dann gibt es kein Geld mehr. Darum ist ja dein Platz nicht mehr finanziert gewesen. Das sind alles Sachen und Themen, die, ja, das sind, wir schauen auch mega auf die Themen an. Und das sind wirklich Sachen, die wir unterstützen können. Also eben gerade Finanzen. Wenn du aus dem Heim kommst, du hast keine finanziellen Mittel, außer dein Ersparten. Und du willst dein Ersparten nicht für Essen und Kleider und ja, sonstige Sachen ausgeben, oder du willst vielleicht auch mal in die Ferien. Oder die meisten Kollegen schliessen die Lehre ab und gehen ein halbes Jahr reisen. Und du kannst das nicht, weil du musst gerade weiterarbeiten, wenn du überhaupt eine Stelle hast oder an deinem Platz kannst bleiben. Erhebungen zeigen ja, dass genau darum eigentlich Care-Leaver oft schlechter auch ausgebildet sind als andere, weil sie nicht wenn du auf Sozialhilfe zurückgreifen, um irgendwie ein Studium machen, weil du sonst einfach keinen finanziellen Support hast. Oder auch einen Lehrabbruch, weil du hast nicht mal ein Zuhause. Wie willst du dann irgendwo deine Lehre fertig machen? Viele Leute müssen dann irgendwie später ihren Abschluss noch nachholen und so. Es gibt mega viele so Fälle, ja. Das ist schon heavy. Und halt, es kommen auch mega viele emotionale Ballast mit, oder? Weil du fühlst dich abgestoßen von der Gesellschaft, du fühlst dich nirgendwo willkommen, du bist von irgendwo weggejagt worden und du fühlst dich einfach allein und verloren und du vertraust niemandem und du hast kein Geld und du schämst dich vielleicht auch ein bisschen für das und mit 18 ist das einfach voll nicht cool. Du sagst, wieso du fühlst dich weggestoßen in dem Moment, wo du das Heim musst verlassen musst. Von wem? Von den Menschen dort? Vom System? Auf wer? Also ich nehme an, da ist auch eine Wut rum. Auf wer war die Wut rum? In dem Moment dort bist du vor allem hässig auf die Sozialpädagogen. Weil sie haben so lange auf dich geschaut, teils, ein paar haben sich auch immer wieder gewechselt. Und sie sind auch die, die dir sagen, du musst weg. Ich habe damals meine ganze Wut da rausgelassen. Ich war so emotional und hässlich und enttäuscht vor allem, dass ich so
abgestoßen wird und alles. Aber jetzt weißt du, es ist das Gesetz und es ist das System. Und dann wirst du hässig aufs System, oder? Und du denkst dir, wieso hat es da so viele Lücken? Wieso wird auf uns nicht geschaut, wenn wir dort rausgehen? Wieso lässt man eigentlich Caregiver einfach so? Also, wieso schaut man nicht auf die Menschen, oder? Und du fragst dich dann Fragen und du baust wirklich eine mega Wut auf und fühlst dich wirklich von allem irgendwie abgestoßen. Das ist gar nicht schön. So, nach dem Gespräch muss ich sagen, bin ich recht beeindruckt von der Carmen und wie sie das alles geschafft hat. Und ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich das selber mit 18 auch geschafft hätte. Und auch wie sie sagt, auch wenn sich für Caregiver in der Schweiz schon einiges verbessert hat, muss sich doch auf gesetzlicher Ebene noch so etwas verändern, dass die Finanzierung irgendwie länger sichergestellt ist. Jetzt nimmt es mich noch Wunder, habt ihr gewusst, dass es Menschen wie Carmen gibt, die nicht selber entscheiden können, wenn sie von zu Hause ausziehen? Und wie war es bei euch? War das bei euch ganz frei? Schreibt es in die Kommentare.